ich. Sonntag, der 19. Januar 2020 und wir sind auf dem Bathers Paradise Campingplatz in Esperance. Da sind wir gestern am späten Nachmittag eingetrudelt und sind seitdem ein bisschen am Chillen. Gestern hat Mama wieder so ein bisschen geschlafen. Aber wir haben eigentlich gut geschlafen, wir haben gekocht, jetzt sind wir gerade am Morgenessen. Und ja, machen wir heute Lucky Bay. Lucky Bay und Cape Lagrange gehen wir uns anschauen und dann kehren wir heute Nacht wieder dort ein. Und morgen machen wir eventuell noch den Great Ocean Drive, bevor es dann wieder weiter. Das heißt aber Great Ocean Drive, das heißt dann Ocean Drive. Also gut, dann halt Ocean Drive. Ich weiß gar nicht. Sollen wir mal schauen. Auf jeden Fall. Okay. Melden wir uns später wieder. Hallihallo, wir sind gerade auf dem Weg in den Nationalpark Cape Lagrange und wir haben den Thomas getroffen, den kennen wir von Facebook, der ist mit seinem Velo unterwegs. 3000 Kilometer durch Australien, ist das richtig? Ja, insgesamt zum Schluss werden es um die 3000 werden. Jetzt habe ich knapp 2200 hinter mir seit Weihnachten von Perth. Ja. Jetzt gehen die letzten zwei Wochen dann so langsam los. Heute in der Cape Lagrange und dann werde ich Dienstag abkürzen etwas mit dem Bus und dann über Wavefront und Pinnacle Desert zurück nach Perth. Starke Leistung. Ja, danke. Und er hat gesagt, er hat noch gar keine Reifenpanne gehabt oder sonst irgendwelche Probleme. Wie viele Länder hast du schon bereist? Also es sind über 30. Ich hatte mal auf eine der langweiligen Strecken in den letzten zwei, drei Tagen mal nachgezählt, es müssten 35 sein, die ich in den letzten 20 Jahren gemacht habe mit dem Rad. Starke Leistung, auf jeden Fall. Und wir sind froh, haben wir den Thomas getroffen und ja, wir wünschen dir für deine Tour noch alles Gute, schöne Eindrücke und pass auf dich auf. Ja, ihr auch. Vielen Dank. Schön. Also wir sind jetzt am Cape Lagrange National Park. Cape Lagrange und es ist wie Frühling da, alles blüht, alles ist grün, nichts mit roter Erde, mega schön. Da oben, das ist der Frenchman's Peak. So, wir sind jetzt hier in Crystal Cove und sind gerade hier am Lurke, was die Natur da so. Es ist verrückt, wenn man da vorne steht, hört man das Wellenrauschen zwar schon, aber wenn man jetzt da vor den Stein geht, vor den großen Felsen,
Also wir sind jetzt 3 bis 4 Stunden an dem tollen Strand gesiedert. Ficke Cove oder so. Und jetzt sind wir an der Lucky Bay. Und da unten jetzt ein Känguru und gefühlte 10.000 Leute ringsherum. Wir sind jetzt an der Rossiter Bay. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we meant to be. Letzte Destination für heute. Und es ist kalt. Es ist kalt. You and me, meant to be in the great outdoors forever. Es ist schon krass, da drüben ist es grün und voll die Vogelparty und da jetzt auch alles abbrennt. Am Cape Le Grand. Wirklich bis wie Türe. Aber da unten kommt schon wieder grün raus. Thank you.
Straße, wenn sie über die Straße kommt und von meinem Auto. Aber sie ist da, gell? Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Montag, der 20. Januar 2020. Und meine Sissi braucht noch Sonnencreme. Ja, auf Anhieb. Voll konzentriert bin ich sie und es hat geklappt. Yes. Ja. Ein Vehikel mit irgendwie 10 Schlüssel, also da mal der richtig verwünscht ist. Ist nicht so einfach, gell? Braucht ein paar Wochen. Wir sind aber noch in Esperance. Wir sind ja gestern sind wir am Cape Le Grand National Park unterwegs gewesen. Und es war schön gewesen. Wir haben gebadet, wir haben Kängurus gesehen, wir haben die wunderschöne Natur dürfen erleben und sind am Abend, wo wir dort wieder angekommen sind, auf dem Campingplatz total fertig und müde gewesen. Deswegen haben wir dann auch nicht mehr gefilmt. Heute geht es weiter. Wir wissen nicht, ob wir noch den Great Ocean Drive sollen machen. Wir würden gerne sonst Richtung Fitzgerald National Park, Albany weiterfahren. Mal schauen, wohin uns der Tag so treibt. Jetzt müssen wir erstmal einkaufen. Meine Süße ist der brave Milchcreme. So muss es sein, weil die Sonne das ja recht intensiv und wir haben gestern beide einen leichten Sonnenbrand mitgenommen. Ja, eben, das ist der Bathers Paradise. Der Caravan Park, da sind wir letztes Jahr schon gesehen und der ist mega schön. Da, da ist die Camp Kitchen und dann hat sie lauter so Plätzle. Da ist Dusche und WC-Ding und da stehen wir. Ja, ist ruhig, er ist nicht so weit vom Meer entfernt und ja, wir haben es auf jeden Fall genossen, da zu sein. Und jetzt geht's dann gleich weiter. In dem Fall bis später. Tschüss! Auch daran liegen, dass es unheimlich viele Leute hat, die unterwegs sind und wir das glaube ich diesmal ein bisschen anders wahrnehmen. Aber es, nichtsdestotrotz ist die Kulisse trotzdem sehr, sehr kitschig und die Strände sind einfach toll da. Also wenn man sich das so anschaut, ist das schon schön. Also wir waren jetzt gerade am West Beach und das ist jetzt der Chapman's Point. Da kann man immer wieder anhalten, es hat so viele Strände. Und wir werden heute noch einen finden, an dem wir baden gehen. Hallo Schatz. Da ist der West Beach von der anderen Seite. Genau, wir waren nämlich da jetzt in, am Blue Haven Strand, sind wir Sigo baden.
Also wir haben es jetzt 15 Uhr und haben gerade unsere Lunchtime da gemacht am Pink Lake, wo nicht pink ist. Ja, wir haben wieder ganz, ganz viele Beaches gesehen und so. Und jetzt fahren wir weiter in Richtung Fitzgerald National Park. Hopetoun. Und sind gespannt, weil die Ecke haben wir uns letztes Jahr nicht angeschaut. Genau. Neuland. Bis später. Apropos. Das hier ist im Fall eine andere Perspektive auf den sogenannten Pink Lake. Früher hat man auf den Lake fahren können. Das ist heute verboten, weil viele Leute stecken geblieben sind mit ihren Fahrzeugen. Und da das immer so ein bisschen heikel und difficult ist, hat man das daneben verboten. Aber es gibt trotzdem, glaube ich, irgendwie noch Crossfahrer, Motocross-Fahrzeuge, die auf dem Lake da rumfahren. Und ich glaube, das ist noch ganz okay. Aber Autos sind halt einfach nicht so gut. Und wie ihr seht, laufen wir auf dem See. Und das ist okay, weil der ist furztrocken. Also da fahren doch irgendwie noch Autos durch. Also irgendwo muss es schon noch eine Einfahrt geben zum Drauffahren. Aber eigentlich ist es so, wenn du stecken bleibst, sich holt dann einfach keiner raus. Du hast Pech gehabt. Traveler-Vibe wieder zurück. Yeah.